Xatu ist ein Pokémon mit den Typen Psycho und Flug, existiert seit der zweiten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Natu. Xatu ist ein mittelgroßes, zweibeiniges und vogelähnliches Pokémon, das sich in den Farben Grün, Gelb, Magenta, Weiß und Schwarz zeigt. Der gesamte Kopf und der Großteil der Körper sind grüner Farbe. Der Schnabel des Pokémon ist gelb. Die Flügel sind bis auf die magenta-schwarz endenden weiß gehalten und außerdem befindet sich im oberen Bereich ein eckiges magenta-gelbes Muster. Die Federn an seinem Kopf sind genauso wie die Füße magenta und der Torso ist mit einem schwarzen Muster am Hals sowie gelben Streifen im unteren Bereich verziert. Zusätzlich ist der Bauch teilweise schwarz gefärbt. Xatu besitzt einen kugelrunden Kopf, der vorne mit einem langen, leicht abgeknickten Schnabel ausgestattet ist. Hinten wachsen zwei sehr lange, dicke Federn, die nach unten weisen und die schmalen, horizontal liegenden, jedoch relativ großen Augen bestehen aus einer weißen Lederhaut und schwarzen, runden Pupillen. Der Torso ist kegelförmig aufgebaut, er wird vom Hals abwärts immer breiter und auf der Brust besitzt Xatu ein Muster, das zwei Augen ähnelt. Die Flügel sind eckig geformt und wenn das Pokémon sie nicht gespannt hat, passen sie sich perfekt an die Form des Körpers an, sodass seine geometrische Struktur nicht verloren geht. An den kurzen Beinen sind die langen Füße zu sehen, die jeweils an den Enden weiße Zehen besitzen. Und in seiner Shiny-Form hat Xatu ein helleres Grün bekommen, die Beine Flügelstreifen und die Augen auf der Brust ein helles Orange. Xatu ist ein Pokémon, welches in seinen Kämpfen stark auf seine psychischen Kräfte vertraut. Dementsprechend ist es in der Lage, kräftige Psychoangriffe für sich zu nutzen. Hierbei nutzt es gerne die mächtige Attacke Psychokinese. Ebenfalls ist es in der Lage, eine starke Attacke in der Zukunft vorauszusehen, welche den Gegner plötzlich überrascht niederschlagen kann. In seiner Umgebung kann es zudem auch Unheilböen oder Nachtnebel herbeirufen, welche sämtliche Gegner in der Umgebung beeinträchtigen kann. Im Falle eines direkten Angriffes kann Xatu seinen Schnabel nutzen oder mit einem Luftschnitt angreifen. Im Problemfall kann sich Xatu notfalls teleportieren oder durch Konfusstrahl seinen Gegner verwirren. Viele Xatu besitzen die Fähigkeit Synchro. Diese Fähigkeit sorgt dafür, dass wenn Xatu eine primäre Statusveränderung, also eine Vergiftung, Verbrennung oder Paralyse erhält, auch der Gegner, der dieses Statusproblem ausgelöst hat, dieses Statusproblem erhält. Andere Xatu besitzen die Fähigkeit Frühwecker, welche bewirkt, dass es bereits nach der Hälfte der vor dem Einschlafen festgelegten Rundenanzahl wieder aufwacht. Selten besitzen Xatu die versteckte Fähigkeit Magiespiegel. Diese Fähigkeit bewirkt, dass sämtliche Statusattacken, die auf das Pokémon zielen, automatisch zurück auf den Anwender gelenkt werden. Xatu sind seltene Pokémon, welche sich vor allem in wärmeren, steppenartigen Gebieten aufhalten. Zuerst wurde dieses Pokémon in der Johto-Region gesichtet. Xatu gelten als sehr ruhige und mysteriöse Pokémon. Es heißt, dass sie so in sich eingeruht sind, dass sie die Zukunft und Vergangenheit parallel erkennen können. Demnach denkt man in verschiedenen südlichen Kulturen, dass sich die beiden Zeitären auf die beiden Augen des Pokémon verteilt haben. Die innere Ruhe, die sich dabei aufbauen, entsteht durch Meditation. Xatu, die an einem Sonnenaufgang zu meditieren versuchen, werden erst am Ende des Tages wieder aus dieser erwachen können. In verschiedenen Kulturen wird vermutet, dass es schlimme Ereignisse in der Zukunft vorhersieht und deswegen den ganzen Tag an einem Fleck verweilt. Allerdings möchte Xatu oder kann Xatu die Zukunft nicht verändern. Viele vermuten, dass das der Grund dafür ist, weswegen es regungslos verharrt. Xatu gelten aber auch als allwissend. In Pokémon Super Mystery Dungeon beispielsweise scheint Xatu alles über die Legenden der Welt zu wissen. Xatu wird zudem bei manchen Menschengruppen beheiligt und vergöttert. Xatu stellt dabei den letzten Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe dar und kann sich dabei selbst aus Natu weiterentwickeln.
Nach der Entwicklung ist das Pokémon 7,5 mal so schwer und ebenfalls 7,5 mal so groß wie zuvor. Bei der Entwicklung wird die am Kopf von Natu befindliche Feder deutlich länger. Die Flügel von dem Pokémon wachsen und werden hauptsächlich weiß. Der Schnabel krümmt sich leicht und die Krallen wachsen zusammen und der Körper und der Kopf, die zuvor nicht unscheinbar oder nicht unterscheidbar waren, trennen sich nun eindeutig. Xatu besitzt dabei eine schwarze Halskrause aus Federn. Unterhalb von diesen besteht das Federkleid von Xatu unter anderem auch aus schwarzen und roten Federn, die ein Muster bilden, das den von einem Augenpaar ähneln. Dieses Muster hat sich bei der Entwicklung neu ausgeprägt. Und bei der Entwicklung verliert das Pokémon außerdem seine Schwanzfedern. Die Entwicklung von Natu zu Xatu wird dabei in den Spielen der Hauptreihe durch das Erreichen von mindestens Level 25 ausgelöst. Mit seinen beiden Typen ist es immun gegen Bodenattacken, nimmt Viertelschaden gegen Kampfattacken, halben Schaden gegen Pflanzen- und Psychoattacken, doppelten Schaden gegen Elektro-, Eis-, Gestein-, Geist- und Unlichtattacken und der Rest macht normalen Schaden.